So, hallo, wir machen weiter. Bei Tears of the Kingdom im Mineru-Roboter-Modus unterwegs gerade. Wir müssen einen langen, beschwerlichen Weg durch den Untergrund auf uns nehmen. Und ich muss jetzt aber erstmal meine Herzen zurückholen. Also das funktioniert so nicht. Weil jetzt sind die ganzen Gegner wieder da. Das funktioniert erst recht so nicht. So. Ich weiß nicht, portet die sich jetzt mit mir mit oder bleibt die da, wo sie ist? Weil ich glaube, es wäre sinnvoll, erstmal den Weg zu clearen. Als ich. Ah, sie ist mitgeportet. Okay, verdammt. So. Jetzt sind alle Herzen wieder da. Ja, ich denke, es wäre wirklich sinnvoller, wenn wir erstmal alleine den Weg ablaufen, oder? Also, es bringt ja sonst nicht viel. Weil das sind doch bestimmt dann Wurzeln auf dem Weg, wo, zu denen wir uns porten können. Na, so, also das halte ich eigentlich für keine schlechte Idee. Am Ende müssen wir ja hier hinkommen. Wo auch immer das jetzt. Alter, das ist so weit! Das ist so weit! Wie? Okay. Das ist echt ein ganz großes Stück. Ich glaube, ich laufe das erstmal so ab. Ich glaube, ich laufe das erstmal so ab. Wir müssen auch immer ein bisschen Licht auf dem Weg jetzt machen. Wir haben jetzt überhaupt kein Licht gemacht. Wir sind jetzt einfach nur da so runtergelaufen, na? Jetzt sind die natürlich alle wieder da. Das ist halt auch irgendwie nicht so ganz Sinn der Sache hier. Da ist nämlich eine Wurzel. So. Die würde ich gerne mitnehmen. Da müssen wir doch eigentlich recht gut hinkommen können. Ach, leck mich doch. Das nicht gut. Nein, geht. Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz schlechter Startpunkt, aber okay. So, aber jetzt ist sie nämlich gleich hier mit am Start. Jetzt kann ich mit ihr zu der Wurzel laufen. Hallo. Ich will aufsteigen. So. Zumindest hoffe ich, dass ich mit ihr jetzt zu der Wurzel komme. Aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, das sieht sogar sehr gut aus. Ja, Gott, den Rest schaffe ich auch so. Let's go.
So, okay, das hat ein sehr großes Stück ausgeleuchtet. Das ist sehr gut. Wie weit ist es jetzt ausgeleuchtet bezogen auf unsere Mission? Ja, okay. Fast das ganze Stück. Oh, was? Willst du mich verarschen? Ich kämpfe jetzt hier garantiert keinen Hinox. Ja, wobei, wenn das Master Schwert seine Kraft wieder hat, vielleicht auch doch. Allerdings scheint er sich gar nicht für uns zu interessieren. Dann soll mir das auch recht sein. Dann gehen wir einfach. Oh. Nein, wir sind gar nicht da. Du hast dich bis gerade nicht für uns interessiert. Dabei können wir das einfach belassen. Kommt der jetzt? Nee, komm, passt schon. Passt schon. Einfach weiter. Ist es da drüben schon, wo wir hin müssen? Was ist denn hier alles für Geröll? Ich wette, da kommt sie jetzt nicht so einfach durch. Das muss ich wahrscheinlich alles zur Seite räumen, wa? Ja. Wo ist sie denn jetzt? Da. Okay. So, guck mal, kriegen wir das mit der Kanone kaputt? Müsste doch gehen. Yes. Sehr gut. Hier kann ich jetzt gut Sonanium mal ein bisschen farmen. Das machen wir jetzt mal gerade. Oh. Ist sie kaputt, die Kanone, oder muss nur gerade aufgeladen werden? Okay. Muss nur aufgeladen werden. Oh, das tut mir weh. Okay, ich muss aufpassen. Das war nicht die beste Idee. Kann ich von hier aus aber auch meine Viecher aktivieren? Nein, schade. Aber sehr, sehr schön viel Sonanium. Wunderbar. Das ist schon doch, also den Haufen müssen wir jetzt schon mal wegmachen. So, das ist ganz klar. So viel Sonanium kriege ich nicht alle Tage. Ich glaube, ich habe nichts erwischt. Schade. Warten wir kurz wieder. Erstmal einsammeln. Da
Das klingt doch hervorragend. So, jetzt muss er wieder aufladen. Ich schätze, da drüben ist es, wo wir hinwollen, ne? Sieht gut aus, auf jeden Fall. Dann sind wir ja schon da. Dann ist es ja doch nicht so weit gewesen. Oh. Jetzt ist sie wirklich kaputt gegangen. Ja, okay. Und normal geht es natürlich nicht. Schade. Ja, okay. Wir haben genug Sonanium. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir haben genug Sonanium gesammelt. Okay, ich speichere mal. Nicht, dass mir das Sonanium wieder weg ist, wenn ich sterbe plötzlich. Und es nicht gespeichert hat, den Teil hier. Das wäre nämlich sehr ärgerlich. Und nicht nur ein bisschen. Aber ich schätze, dass davor nochmal ein großer Kampf kommt oder so. Ich weiß es nicht. Das sieht nicht so aus, als ob man da einfach so hoch käme. Ach, fuck my life. Da laufen noch viel mehr Viecher rum, oder was? Ah, nee, das ist irgendein anderes Zeug. Okay, der ist eigentlich gerade weit genug weg. Wenn ich Glück habe, komme ich außen rum. Okay, was jetzt? Ah, Rakete. Dies ist der Geistertempel. Ich muss noch einen kompletten Tempel machen. Mit diesem Konstrukt kannst du die Felswand nicht erklimmen. Wenn du jedoch die Macht des Konstrukts entfesselst, sollte es möglich sein, dorthin zu gelangen. Jetzt ist es nur noch ein kleines Stück bis zum Mysterienstein. Geistertempel. Oh mein Gott. Also wir haben hier halt jetzt wirklich... Also wir haben jetzt halt wirklich, ne? So ein Ding. Das ist schon krass. Nein, ich wollte... Nein, ich will... Jetzt, so. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Ich hoffe doch, ja. Und hier sind ja auch 3 Millionen Raketen. Die werden ja nicht grundlos sein. Let's go! Geistertempel. Ruheort des Gefäßes des Geistes. Ach, krass. Was zur Hölle? Nice. Was ist jetzt los? Okay. Ja. Tschüss. Oha, wir haben jetzt echt nochmal einen kompletten Level. Ach du grüne Neune. Oh, oder auch nicht. Oder es kommt, irgendwas wird passieren. Irgendwas, wir werden nicht so einfach rankommen. Es wird,
Ja, komm, ich sehe das doch jetzt schon, dass da auch. Nee. Das geht gleich richtig schief. Das geht gleich richtig schief. Ich meine, das ist doch eine eindeutige Arena hier. Das sieht man doch. Ja, wow. Oh je. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was hast du für mich vorbereitet, Spiel? Natürlich ein anderer Roboter. Na klar. Das ist ja das Konstrukt, das ich einst vor langer Zeit schuf. Dieses Glöh, das Konstrukt muss von etwas Monströsem befallen sein. Also jetzt einmal hier Boxkampfarena. Alles klar? Wenn es unter Kontrolle des Dämonenkönigs ist, müssen wir es besiegen. Los, Link. Mit vereinten Kräften. Jo. Los, wir müssen. Dann aber erstmal essen. Jetzt kann ich ja essen. Jetzt kriege ich ja auch meine Sachen wieder hier. So. Let's go. Das Konstrukt hier und jetzt aufhalten. Also aussteigen kann ich hier auf keinen Fall. Ah, ich verstehe. Die Panzerung ist undurchdringlich. Ja, ich muss es. Wir es umstoßen. Ich muss es in den Zaun knallen. Ja. Ja, alles klar. Das ist wie gegen Koga, so ein bisschen. Oh mein Gott. Zack. Gleich nochmal und zack. Gleich nochmal. Ah, schade. Okay. Also man kann nicht unendlich oft dagegen schlagen. Ah, fuck. Ja, das habe ich gemerkt. Nice. Ah, schade. Was du kannst, kann ich schon lange. Jetzt hängt er den Seilen. Er ist wirklich so ein Bosskampf. Ein Boxkampf. Jetzt hat er vier Arme. Es hat Ersatzarme aktiviert. Nimm dich in Acht. Kann ich es trotzdem noch elektrifizieren? Alter, der verknüpft alles mit allem. Du bist verwundet. Bitte heile dich. Ja, Alter. Backseat Game ich mal nicht so. Wo sind denn jetzt hier? Ich brauche selber so Ventilatoren. Die hier sind keine. Hier sind nur die Dinger. Ja, wie kriege ich ihn jetzt da runter? Ah, er kommt von selber. Oder auch nicht. Jetzt. Das hat halt nicht gereicht. Ja, ist jetzt nicht so gut. Ja, cool. Okay, also in der Flugphase muss ich mir noch was ausdenken. Aber ansonsten komme ich klar. Die Flugphase muss ich mir noch was ausdenken. Aber ansonsten komme ich klar.
Aber dann ist es vielleicht doch nur in Anführungszeichen dieser Bosskampf. Okay, wir starten wieder ganz vorne. Sehr cool. Ah, da steht er sogar schon. Okay. Ach, ich hab vergessen, dass ich blocken kann. Natürlich, ich kann ja blocken. Es hat mich durchdringlich. Doch vielleicht können wir es umstoßen. Das hat funktioniert. Warte, wie blocke ich nochmal so nicht? Nein. Ah, wie blocke ich nochmal? Ach, doch so. War schon richtig. Schade. Kann dir etwas hier in der Umgebung nützlich sein? Nein. Oh, ich muss mich heilen. Nein, ich hab doch extra... Mann. Ich hab doch extra geblockt noch vorher. So. Ich versuche mal mehr zu blocken jetzt in der Phase. Vielleicht hilft es ja was. Ja, das kenne ich doch. Muss ich das jetzt jedes Mal angucken, oder was? Ich kann es nicht wegdrücken. Oh, nee, ich kann es nicht wegdrücken. Das ist ja jetzt schon wieder großartig. Es hat Ersatzarme aktiviert. Nimm dich in Acht. Mach ich. So sind wir ihm schutzlos ausgeliefert. Wir müssten auch aus der Ferne angreifen. Ja. Aber hier liegen halt nur Stachelkugeln rum. Ich habe selber keine Kanonen. Sehr gut. Gleich nochmal. Yes. So muss das. Okay, wenn ich ihm zu nahe komme. Oh, nice. Ja, sehr geil. Gleich nochmal. Sehr schön. Und jetzt. Zack. Nein, es hat nicht gereicht. Schnell. Yes. Jetzt aber. Und zack. Und nochmal. Okay, einmal noch, dann haben wir es. Bald geschafft, Link. Ja. Ich werde jetzt nicht unvorsichtig. Nee, tue ich nicht. Ich muss erstmal wieder eine Stachelkugel holen. Da ist keine. Lass dich nicht von seinem Tempo. Oh, nein, wir schaffen es auch so. Wir schaffen es auch so. Sehr geil und tschüss. Geil. Nice. Was ein Kampf. Ja, aber interessante Idee auf jeden Fall.
Dann hoffe ich jetzt aber, dass es das war. Also, dass jetzt das ein Bosskampf halt ist. Und wir haben es jetzt geschafft, so, ne? Das wäre mir jetzt ja recht. Muss ich gestehen. Ja, okay, sieht gut aus. Oh mein Gott. Ich hatte schon Bedenken. Ja, aber heißt es, ich kriege jetzt noch eine fünfte Fähigkeit? So, hä? Ich glaube es ja fast nicht. Also ich kriege auf jeden Fall jetzt noch mein Herz. Aber dann werdet ihr wohl kaum den Roboter außerhalb nutzen können. Das wäre interessant, wenn man mit dem Roboter draußen rumlaufen könnte. Das wird aber wohl eher nicht passieren. Aber lustig wär's. So ein Geisterroboter, der auch noch alles mitmischt. Warum nicht, ne? So. Ja, ich drück doch untersuchen. Ich drücke A untersuchen. Okay, wir steigen erstmal ab. Untersuchen wir es halt als Link. Nein, nicht. Geh runter. Geh runter. So. Jetzt hat er es angenommen. Okay. Kriegen wir jetzt wieder 3 Stunden lang Sequenz. Aber die müsste jetzt ja mal wirklich ein bisschen neu sein. Ja, hier ist jetzt der Minero drin. Das haben wir ja auch schon gehört. There we go. Jetzt hat echt dieses Ding so einen Stein bekommen. Was passiert denn jetzt hier? Ich bin die Weise des Geistes, vom stolzen Volke der Sonau. Zelda bat mich, dir zu helfen. Bitte nenne mich... Minero. Minero, ja. Endlich treffen wir uns, Link. Ich danke dir. Nur durch deine Hilfe bin ich wieder mit meinem Mysterienstein vereint. Es war vorgesehen, dass ich in eben dem Augenblick erwache, in dem du das Pura-Pad in Händen hältst. Um dir beizustehen, wollte ich das Konstrukt mit meinem Geist beseelen. Doch die Schergen des Dämonenkönigs kamen mir zuvor. Dessen ungeachtet hast du es aus eigener Kraft zu mir geschafft. Link. Hier. Ich, Minero, gewähre dir meine Macht als Weise des Geistes. Aber was kann ich damit jetzt? So, nimm denn diese Gabe an. Was für eine Fähigkeit? Also, sie kann doch jetzt nicht als dieser Robotergeist mir hinterherrennen. Ich meine, wie gesagt, cool wär's, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin verwirrt. Was passiert denn jetzt? Verwirrt und interessiert. Nummer 5. Zack. Damit sind wir auf ewig im Innersten miteinander verbunden. Ich werde nun von dem Konstrukt Besitz ergreifen, um dir meinen Beistand zu gewähren. Also echt jetzt? Einst in längst vergangenen Tagen lebte ich auf dieser Welt. Es war die Zeit, in der Hyrule gegründet wurde. Das Schicksal wollte, dass ich meinem Leib entstieg
und bis zum heutigen Tage als körperloser Geist lebe. Ich wohnte dem Purapet inne, um nun mein Wissen mit dir teilen zu können. Den machen, Entschuldigung. Oh, ich hasse das, dass ich beim Vorlesen mal so gähnen muss. Den Machenschaften des Dämonenkönigs ist es geschuldet, dass wir uns erst jetzt wahrhaftig gegenüberstehen können. Ja, wahrhaftig ist gut, aber ja. Ich bitte dich um Verzeihung. Lass mich dir nun enthüllen, was du wissen musst. Damals in meiner eigenen Zeit, in Jahren, die dir unendlich fern erscheinen würden. Damals erwachte Zelda als Weise der Zeit und erschien vor unseren Augen. Lass mich dir erzählen von einer furchtbaren Tragödie, die sich einst in Hyrule unserem Reich ereignete. Und von Zelda, die den Mysterienstein trug und durch die Zeit reiste. In jenen längst vergangenen Tagen fasste sie einen Beschluss von unvorstellbarer Tragweite. Also jetzt würde man wahrscheinlich das lernen, wenn man es durch den Drachen nicht schon gelernt hätte. Durch die Drachentränen. Lass mich dir von ihrer Stärke und Entschlossenheit erzählen. Und wie sie diese Gefühle auf das Masterschwert übertrug, welches du nun in Händen hältst. Okay. Vor langer, langer Zeit stiegen die Sonau, Nachfahren der Götter und Besitzer unermesslichen Wissens, aus himmlischen Sphären auf die Welt herab. Sie führten ihr Erbe mit sich, die Mysteriensteine, welche die Mächte ihrer Träger vervielfachten. Rauro, mein jüngerer Bruder, leitete das Volk mit der Weisheit der Sonau. Bald schon lernte er eine junge Irdische namens Sonja kennen und ehelichte sie. Ja, soweit haben wir das verstanden. Rauro schenkte Sonja einen der Steine und gemeinsam einten sie das Land. Okay. König Rauro und Königin Sonja nannten ihr junges Reich Hyrule. Es war ein Ort, der seine Bewohner mit Glück und Zuversicht erfüllte. Doch ach, es sollte Schreckliches geschehen. Die Wüste spie einen grausamen Mann hervor. Ganondorf, Herrscher des Gerudo-Volks. Feige meuchelte er Königin Sonja und raubte ihren Mysterienstein. Mit dem Stein verwandelte sich Ganondorf in ein Wesen, das man den Dämonenkönig hieß. Monster schuf er und sandte sie aus, die Welt zu unterjochen. Hyrule kämpfte tapfer und beherzt, doch der ungeheuer Massen war nicht Herr zu werden. Bald schon stand es vor dem Untergang. Da ersann Rauru eine List, die das Kriegsglück wenden sollte. Er gab seinen besten Kriegern jeweils einen Mysterienstein. So wurden aus ihnen die Weisen und gemeinsam trotzten sie dem Dämonenkönig. In ihrer Überzahl hätte es ihnen ein leichtes sein sollen, Ganondorf zu richten. Doch wehe. Der Dämonenkönig war weit mächtiger, als wir hätten ahnen können. Auch ich war machtlos gegen ihn. Alle Hoffnung schien verloren. Bis Rauru... bis er beschloss, zum äußersten Mittel zu greifen. Einfältige Narren! Rauru, gib auf! Ganondorf, diese Arroganz ist dein Verderben! Thank you.
Spoiler geht ab. Fesselst mein Herz und raubst meine Magie. Hast du etwa vor, mich zu versiegen? Ein gewiefter Schachzug, das muss ich dir lassen. Doch ist dir bewusst, was der Preis dafür ist? Unterschätzt mich nicht. Ich bin bereit, auch das größte Opfer in Kauf zu nehmen. König Aru! 10.000 Jahre sind ein Wimpernschlag für mich. Mein Sieg ist unvermeidlich. Du irrst. Eines Tages wird dir jemand endgültig Einhalt gebieten. Der Träger des heiligen Bannschwerts. Link, merke dir seinen Namen. Link, sagst du? Das klingt gut. Ich freue mich schon darauf, ihn zu begegnen. Das erste Mal, dass wir das richtige Zelda-Theme hier hören. Krass. Kriegen wir jetzt aber mal noch eine Erklärung, was dann die Verheerung war, die Verheerung Ganon, wo die herkam, weil das hier ist ja alles trotzdem während Breath of the Wild noch passiert. Also das war ja dann alles trotzdem unterhalb von Schloss Hyrule. Na? Hm. Ja, das war der Versiegelungskrieg. Und trotzdem war doch dann aber diese dunkle Macht, Verheerung Ganon und so, die Kämpfe mit den Titanen, das war ja alles Breath of the Wild. Das ist doch dann trotzdem danach passiert. Ich krieg das nicht in eine Timeline. Diese Tragödie wird als der Versiegelungskrieg bezeichnet. Unser Leben stand auf Messerschneide, doch schlussendlich vermochten wir den Dämonenkönig zu bannen. Leider trug ich bei der Schlacht eine scharfe, schwere Verwundung davon. Meine Zeit auf dieser Welt ging schnell zu Ende. Da erschien Zelda vor mir, in ihrer Hand ein zerfallenes, von der Zeit zerfressenes Schwert. Ja, als das Masterschwert im Tempel der Zeit aus deiner Hand verschwand, da trat es eine Reise durch die Zeit an in längst vergangene Tage, bis es schließlich Zelda selbst erreichte. Das wäre jetzt ein super Plot-Twist, wenn wir es nicht schon gesehen hätten. Und siehe, nun führst du es aufs Neue. Das Schwert ist also durch die Zeit gereist, genauso wie du. Richtig viele Filme heute. Ja, ich kenne es genau. Man nennt es Masterschwert. Ich musste mit ansehen, wie es zersprang. Doch ein Splitter verletzte Ganondorf. Es hat ihn verletzt? Wir konnten ihm damals nichts anhaben. Und nun? Du hast zwar das Schwert, aber was wirst du damit tun? Wenn man dem Masterschwert heilige Kraft zuführt, wird es sich erholen. Es könnte sogar mächtiger werden als je zuvor. Verstehe. Wenn du das Schwert auf diese Weise neu erschaffst, dann könnte es vielleicht wirklich den Dämonenkönig bezwingen. Aber die dafür nötige Macht wird es nicht von heute auf morgen aufbringen. Es würde Äonen in Anspruch nehmen. Das Ganze erscheint mir aussichtslos. Es über endlos viele Jahre zu nähren. Wie soll das nur gehen? Eine Möglichkeit gibt es. Nein, das... Doch, mit diesem Zauber ist es möglich. So hör doch. Der Preis dieses Zaubers ist hoch. Du würdest alles verlieren, was dich ausmacht. Das kannst du nicht... Minero! Mann, ich zu hustig auch wieder. Du weißt, dass es dann kein Zurück mehr gäbe. Als ich das Schwert hielt, da war mir alles klar. Minero, es war der Grund für meine Reise durch die Zeit. Ich werde das Masterschwert heilen. Link muss es bekommen. Wie du willst. Dein Beschluss steht nun also fest. All das Leid in unserem Stolz haben wir Sono es mitverschuldet. Und darum
werde ich ihm ebenfalls mein Leben widmen. Dem Helden, von dem du sprichst. Ich werde alles für Link tun, was in meiner Macht steht. Auch wenn mein schwacher Leib bald vergeht, mein Geist wird an seiner Seite sein. Ich frage mich nur, wenn man jetzt noch nicht die Tränen gefunden hätte und auch noch nicht das Masterschwert gefunden hätte, kommt man ohne Masterschwert bis hierhin? Oder braucht man das Masterschwert, um bis hierhin zu kommen? Ich habe das Masterschwert bisher noch nicht wirklich gebraucht, oder? Also es ist gut, dass ich es habe, alles toll. Aber alles, was ich bisher gemacht habe, könnte ich doch auch ohne Masterschwert machen, korrekt? Ich glaube schon. Im Anschluss besprachen Zelda und ich unser Vorgehen und tüftelten gemeinsam einen Plan aus. Wir wollen deine Schritte in der Zukunft herleiten, so gut wir nur konnten. Ehe die Wirkung des Miasmas mir ein Ende setzen konnte, wurde ich zu einem Geist, der dem Purapet innewohnte. Und als dies geschehen war, begann Zelda das verbotene Ritual. Sie glaubte fest daran, dass du mit dem Masterschwert den Dämonenkönig besiegen und Hyrule retten würdest. Du hast bereits die Klinge, die dir Zelda hinterließ, das Masterschwert, das jede Finsternis zu bannen weiß. Ja, also den Text gäbe es ja garantiert nicht, wenn ich es noch nicht hätte. Das kann jetzt ja nur jetzt sein, weil ich es jetzt schon habe. Ansonsten würde es jetzt wahrscheinlich sagen, du musst es noch holen oder so. Aber es müsste eigentlich beides möglich sein, an der Stelle. So bricht denn auf, Link. Mit der Klinge, die dir Zelda hinterließ, wirst du den Dämonenkönig Ganondorf ganz gewiss bezwingen können. Okay, das klingt jetzt aber schon daran, als wäre das das Nächste, was wir tun müssen. Schwur von Minero, Weise des Geistes. Krass. Also ich habe jetzt halt wirklich... Wo ist das Masterschwert? Ja, das haben wir schon geschafft, ne? Gut. Das heißt aber rein... Okay. Okay, das heißt, die Story hätte es eigentlich gewollt, dass ich jetzt nach dem Masterschwert suche. Dass ich es jetzt bekomme. Ich verstehe. Ja, ergibt Sinn. Kann man machen, kann man machen. Haben wir zum Glück schon alles gemacht. Sei gegrüßt, ich bin Schmiedkonstrukt. Die Werte Minero erschuf mich zur Nutzung der verborgenen Kräfte von Sonau-Energiesphären. Ich beherrsche die besondere Kunst, Sonalem zu spielen und so Waffen und Ausrüstung zu schaffen. Okay, versteckte ich mich, doch dank dir kann ich mir meine Bestimmung nachgehen. Okay. Sonalem gibt eine Waffe oder Ausrüstung. Oh! Ah, hier kann ich solche Dinger holen, aber das ist natürlich alles Sachen, die ich auch so finden kann. Dafür gebe ich kein Sonanium her. Bin ja nicht bescheuert. Okay. Was ist mit dir da drüben? Okay, du hast eine Mission für mich. Ja. Okay, ich krieg einfach noch einen antiken Dolch. Ja, nice. Danke. Du sammelst Materialien, ja? Was willst du denn von mir? Sonanium. Wie viel willst du und was kriege ich dafür? Ja? Ach so, immer einen antiken Dolch. Nein. Okay, aber dann verstehe ich. Wenn ich antike Dolche brauche, kriege ich hier für 50 Sonanium einen. Okay. Meinetwegen. Ja, krass. Jetzt gucken wir uns mal hier. Sollen wir uns hier noch ein bisschen umgucken? Sind hier noch wichtig? Oh, nee. Ich muss hier rein. Ich müsste jetzt eigentlich auch nochmal rumklettern und mir die Sachen holen, ne? Die Frage ist halt, will ich das? Will ich mir jetzt hier die Zeit nehmen, um hier alles zu holen? Hier käme ich wieder nach oben.
Wo war das jetzt? Da oben, ne? Aber ich glaube auch, also meine Fragen kriegen wir beantwortet, wenn wir uns nochmal bei dem Gang, wo wir auch auf Ganon getroffen sind. Also auf Ganondorf, muss ich ja sagen. Wo wir auch auf Ganondorf getroffen sind. Ich glaube, da bekomme ich meine Antworten, wenn ich nochmal die Bilder alle angucke. Ich denke, da können wir... Ich schätze, wir müssen sowieso in diese Höhle. Ich denke, in dieser Höhle, ne, wo wir Ganon getroffen haben am Anfang, also dieses Gerippe Ganon halt, ich denke, da geht es dann auch weiter. Und das ist doch unterm Schloss Hyrule gewesen. Ich denke, da muss ich am Schluss hin. Aber was mich jetzt halt interessieren würde, kann ich jetzt endlich mit der Dings drüber sprechen, dass Zelda ein Drache ist? Oder darf ich das immer noch nicht? Also darf das nach wie vor nur ich als Spieler wissen? Und die Charaktere nicht, oder was? Das fände ich halt super strange. Nice. Aber jetzt auch hier wieder, ne? Ich sammle jetzt Irrlichter. Für was? Ich habe lange keine so Statue mehr gefunden. Die muss ich auch noch suchen. Ja, es ist... Nein, ich müsste sie auch noch suchen. So rum. Aber ich will jetzt eigentlich... Ich will jetzt zum Finale, Leute. Ich will jetzt erstmal zum Finale. Ich will das Spiel jetzt erstmal abschließen. Und dann kann ich mich ja entscheiden, ob ich noch mehr von dem Spiel sehen möchte oder nicht. Aber wir haben jetzt... Also, weil ich, mit diesem Abschnitt hier habe ich halt überhaupt nicht gerechnet. Und ich denke, dadurch haben wir jetzt schon mehr als genug gesehen. Na? Ja, hier war doch irgendwo noch so ein Teil. Wo ist denn das jetzt hin? Hier. Okay, also so ein kleines. Okay. Ja, komm. Wurscht. Bastia. Die einzelnen Irrlichter da, das ist jetzt echt Quatsch. Das ist jetzt echt Quatsch. Ich will mich nur noch mal oben umgucken. Ja, jetzt kriege ich den Geist hier. Ja, beziehungsweise Geist, ich kriege das komplette Ding. Geil. Und den kann ich jetzt auch auf sie, also ich kann ganz normal auf sie draufsteigen und das kann ich alles jetzt machen. Das ist schon irgendwie krass. Also das ist schon richtig krass. Das kann man nicht anders nennen. Oh. Da war direkt eine Säule vor meinem Gesicht. Ja, also, ne? Eine Wurzel sehe ich jetzt leider aktuell keine, die ich hier auslösen könnte, noch auf die Schnelle. Aber wir haben ja zum Teleport hierher, haben wir ja das Ding, ne? Insofern, oh mein Gott. Das war knapp. Insofern passt schon. Aber dann sammeln wir da drüben noch die Kollegen ein und dann gehen wir. Dann gehen wir wieder nach oben. Ich bin da jetzt echt sehr gespannt. Schmiedkonstrukt. Ah, das ist jetzt okay, dass ich weiß, wo das ist. Alles klar. Also ich will auf jeden Fall hier noch... Oh, wie komme ich denn hier dann am schnellsten eigentlich hin? Weil diesen Schatz will ich schon noch holen. Das interessiert mich auf jeden Fall, wie man da hinkommt und was das dann für ein Schatz hier ist. Das interessiert mich auf jeden Fall noch, aber da muss ich irgendwie von oben, von der Oberwelt mal reinkommen. Aber jetzt möchte ich als allererstes, möchte ich jetzt Pura berichten. Weil, genau, hier geht es jetzt auch weiter. Okay, perfekt. Und jetzt bin ich enorm gespannt, ob wir jetzt endlich behaupten dürfen und es auch für alle gilt, dass Zelda der Drache ist. Das ist eine Hauptquest gewesen, die sich abgeschlossen hat dadurch. Und ich habe es niemandem sagen dürfen. Das wurmt mich bis jetzt, weil ich das dumm finde.
Das ergibt keinen Sinn. Jeder würde das sofort erzählen. Ich mag's nicht, wenn Sachen keinen Sinn ergeben. Aber ich schätze mal, jetzt sagen sie mir dann mir, ja, du musst unter das Schloss Hyrule und da haben wir den ja zum ersten Mal gesehen und so weiter. Mhm. Ja, wir haben definitiv was rausgefunden. Mann, es tut mir leid, dass ich euch rum anhuste. Die Weise des Geistes? Du hast Minero gefunden? Das ist einfach... Das ist ja fantastisch, dann haben wir jetzt alle fünf Weisen erneut vereint. Das hast du großartig gemacht, Link. Sie mag ein Geist sein, doch als Weiße bot sie gemeinsam mit Prinzessin Zelda dem Dämonenkönig die Stirn. Auch bin ich froh, dass du jetzt endlich etwas über das Schicksal der Prinzessin erfahren hast, Link. Jetzt endlich! Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich gerade hier wieder schreien möchte. Eines ist nun klar, Zelda wusste, dass der Dämonenkönig nur durch das Masterschwert endgültig besiegt werden könnte. Daher fasste sie in Fernegang den Entschluss, es zu stärken und seine Kraft wiederherzustellen. Sie hat alles getan, was in ihrer Macht stand, ganz allein. Können wir jetzt bitte das mit dem Drachen? Okay, jetzt hätte sie normalerweise gesagt, ich muss das Schwert holen. Gut, das haben wir übersprungen. Was? Du hast das Masterschwert schon wieder erlangt? Warum hast du das nicht gleich ge... Pura, wenn du wüsstest, was ich dir alles gleich gesagt hätte, wenn ich gedurft hätte... Weiß ich nicht. Ich muss mich echt zusammenreißen. Unglaublich, dass es sich auf dem Kopf eines weißen Drachen... Alter, die Gespräche mit Pura sind enorm triggernd, weil einfach das Spiel mir nicht... Boah. Sag jetzt, dass das Zelda ist. Wie dem auch sei... Die Prinzessin hat all ihre Hoffnung darauf gesetzt und war bereit, ihr Leben zu geben, um es uns zu hinterlassen. Ich danke dir, dass du es gefunden hast, Link. Und jetzt im Nachhinein kann ich dir ja sagen. Ohne das Masterschwert sahst du einfach aus, als würde dir etwas fehlen. Damit sollst du nun bestens auf die Entscheidungsschlacht vorbereitet sein. Kann ich ihr jetzt sagen, dass das Zelda, der Drache, erfährt sie das jetzt nie? Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo sich der Dämonenkönig befindet. Ja, da habe ich schon eine Vermutung. Nicht mehr in Schloss Hyrule, näher aber drunter. Doch, mir fällt da schon einer ein. Ja, der Untergrund. Im Untergrund, natürlich. Bei Yosha zu erkundigen. Ja. Habe ich schon. Der Dämonik befindet sich in den tiefsten Tiefen des Untergrunds unter Schloss Hyrule? Das muss ich erstmal sacken lassen. Wieso oft bist du mir ein oder zwei Schritte voraus? Ich würde dir auch noch einen dritten Schritt voraus sein, wenn ich dir von dem Drachen erzählen könnte, aber hey. Und erst deine Gelassenheit, wenn doch der Untergrund voller unbekannter Kreaturen und Miasma ist. Kaum vorzustellen, welchen Schwierigkeiten und Gefahren du dich ausgesetzt hast. Und dennoch hast du die Erkundung erfolgreich zu Ende gebracht. Ich danke dir von Herzen. Mhm. Josh hat sich bestimmt als sehr fähig erwiesen, oder? Sie hat rund um die Uhr Informationen gesammelt, weil sie dir auf jede mögliche Art helfen wollte. Du solltest dich persönlich bei ihr bedanken. Jawohl. Damit sind unsere Vorbereitungen abgeschlossen. Auf geht's in die tiefsten Tiefen unter Schloss Hyrule. Ich werde es die Weisen natürlich sofort wissen lassen, wenn du zum Dämonenkönig aufbrichst. Ja. Achika. Vernichte Ganondorf. Hauptziel. Ja, dann sagen wir mal noch Danke. Na. Oh. Du bist es. Schön, dich wiederzusehen. Du fühlst dich bestimmt schlecht, weil wir noch nicht wissen, was mit der Prinzessin Zelda nennt. Ich fühle mich schlecht, weil ich es euch nicht sagen kann. Direktorin Pura hat meine Arbeit gelobt. Sie hat gesagt, dass du den Dämonenkönig nur wegen meiner Untergrundforschung gefunden hast. Wirklich? Moment mal, der Dämonenkönig? Meinst du das ganz wirklich? Der König aller Dämonen? Wahnsinn, der Dämonenkönig. Also, wenn irgendjemand weiß, was mit Prinzessin geschehen ist, dann er.
Ich glaube nicht, dass er weiß, dass sie zum Drachen geworden ist, aber gut. Ich wollte so gern bei der Suche helfen, aber ich bin ja noch zu jung und durfte nicht in den Untergrund. Also habe ich die ganze Zeit von hier aus dem Untergrund erforscht und am Ende hat es sich tatsächlich ausgezahlt. Ach, fühlt sich das gut an. Danke, dass du mir das erzählt hast, Herr Ritter. Okay. Gut. 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 Gönnen wir nochmal uns was gönnen? Nee, Segenslicht 1. Okay. Dann geht's im nächsten Part erstmal zu Ganondorf. Ich will das jetzt erstmal zu einem Abschluss bringen. Es geht jetzt im nächsten Part erstmal zu Ganondorf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.